damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Es geht weiter bei unserer Schwenninger White Wings Saison. Wir sind in der Folge 5 angekommen. Wir spielen gegen die Iserlohn Roosters, dann die Kölner Haie, Wolfsburg und München. Wir werden natürlich gegen Iserlohn zusammen anschauen, dann gegen Köln zusammen spielen, also ich spiele Wolfsburg simulieren und gegen München schauen wir an. Wir sind 9. Platz. Letzte Folge war gar nicht erfolgreich. Wir haben jetzt 5 Niederlagen in Folge auch. Ja, unsere Topscorer sind Tyson, Spink und Thomas Larkin. Sehr, sehr stark. Dann sein Bruder Spink, Triviato, Hungerecker, Reisnecker, Pfaffengut, Ovira und Götz. Ja, also es sind noch nicht alle so gut in der Saison drin. Es geht auf jeden Fall besser. Ja, die letzten 4 Spiele oder 5 Spiele München kann man ja rausnehmen. Die sind schon sehr stark. Sind schwer. Aber jetzt haben wir Iserlohn. Wir müssen aus der Krise rauskommen, so schnell wie möglich. Weil wir dadurch sehr viele Punkte verloren haben. Zum Beispiel gegen Berlin. Da ist es auch so ein sehr, sehr schwieriges Game. Und Triviato macht das Ding 1-0. Ganz wichtig. Gegen Ingolstadt, das ist so für mich so ein Konkurrent. Straubing ist vielleicht noch ein bisschen besser. Gegen Straubing haben wir ja das Spiel so wirklich schon hergeschenkt, kann man sagen. Ja, egal, wir führen 1-0 und 2-0, zack, ganz stark, und 2-1 Seeböck. Ja, geht hier ein bisschen hin und her, auch offensives Spiel würde ich sagen. 21-19 Schüsse, ist bisher gut. Vielleicht kriegen wir es hin. Es ist natürlich auch mental schwer, jetzt mit 5 Niederlagen in Folge da was zu machen. Und da fällt auch das 2-2 LeBlanc, macht das 2-2 für Iserlohn. Ja, wir waren bei vielen Spielen machtlos. Jetzt Powerplay. Nochmal Powerplay, Roosters nutzen es nicht. Es sieht so aus, als würde es in die Overtime gehen. Es geht auch in die Overtime. Wer holt sich hier den Zusatzpunkt? Und das sind wir. Spink macht das 3-2. Wir gewinnen gegen Iserlohn. Ganz, ganz stark. Und beenden direkt unsere Niederlagenserie. Das ist sehr, sehr stark. Und Boyle kommt zurück ins Team. Und jetzt geht's rein gegen die Kölner Haie. Ne? Die Kölner Haie sind auf jeden Fall ein starkes Team. Aber wir sind genauso stark. Wir haben es jetzt noch nicht so oft bewiesen, aber wir hatten auch schon mal 4 Siege in Folge. Und das wollen wir natürlich auch weiter aufs Feld bringen. Und Spink direkt mal. Letztes Spiel war ja zu krass. Berlin hat uns 6-0 abgerockt, kann man schon sagen. Einfach jeder, also sie haben natürlich auch verdient, sie haben nicht mit jedem Schuss gewonnen, aber... Jeder Konter ist da ganz gefährlich von Berlin gewesen. Und da hat man auch die Qualität von Berlin gesehen, dass sie hier oben auf jeden Fall mitspielen. Wir haben die Chancen nicht genutzt. Wer war am Tor? Nikita Kuap hat auch einen Shutout gefeiert dann. Und Köln hat jetzt hier auch 4 Niederlagen in Folge. Wir wollen hier nicht der Aufbaugegner sein. Deswegen müssen wir hier gewinnen. Und da gleich mal vielleicht auch den 2. Sieg in Folge wieder einfahren. Ovira jetzt vielleicht mal. Keiner ist mit. Ovira. Lunemann hat ihn. Und vorne ist das Bulli. Wir gehen in die 2. Reihe. Mit Reisnecker, Bassen und Zach. Hoffentlich Bulli. Und dann geht's schnell. Bulli ist wichtig. Sage ich immer wieder. Im Angriffsdrittel. Außerdem auch Triviato. Larkin. Einer unserer Topscorer. Tureson. Haut sich da stark in den Puck. Reisnecker auf Bassen. Reisnecker, Schuss wird geblockt. Reisnecker hat ihn. Schlechter Pass da. Dietz stark durchgegangen. Dietz gegen Boyle. Stark gemacht von Dietz. Aber wir können uns den Puck holen. Kamera verliert da den Puck gegen Karatschun. Und jetzt Hungerecker. Hungerecker, schade. Stark von Feist. Und jetzt gibt's den Konter. Feist. Hat jetzt hier keine Anspielstation. Feist. Aber Lunemann hat ihn. Feist. Weber. Huss. Ja, der eigene Mann blockt den Schuss da. Aubry. Da gibt's einen 3-1.
Wohlgemut nehmst du, Aubry. Und bleibt auch beim Torbesängen. Und so ist das gut für uns. Feist macht das stark. Und auch Uvira macht das 1-0. Wir treffen endlich wieder. Ganz, ganz stark, Uvira. Aber Feist, was hat er da gemacht mit Aubry? Ganz, ganz stark von Feist. Das ist sehr, sehr stark. Hätte auch tief spielen können. Hat er nicht gemacht. Und hat das Ding einfach reingemacht. Also Uvira dann. Steht dann perfekt da. Und jetzt Bink. Hat er keine Anspielstation. Muss da warten. Macht es aber mal alleine. Aber da ist der andere Verteidiger wechseln gegangen. McIntyre. Eriksson wichtig. Grenier jetzt. Achtung. Grenier. Balen. Wichtiger Block. Und der Puck geht auch erstmal raus. Das war ein riskantes Spiel von uns. Weil Köln hat auch direkt gewechselt. Grenier. Achtung, Nebenstor. Gute Chance hier oder gute Chancen für Köln, die ja aus der Kabine wie die Feuerwehr kommen. Thuresson. Aber wir haben erst an den Puck und müssen das Spiel jetzt hier erstmal irgendwie beruhigen. Marsche. Und da gibt es eine Strafe gegen Köln. Ich weiß nicht, was da hinten war. Aber da war Spink auf jeden Fall mit Grenier, glaube ich. Ja, da gibt es eine Strafe gegen Grenier. Vielleicht sehen wir nochmal die Szene. Wegen harten Checking. Aber ich glaube, wir sehen die Szene sicherlich nicht nochmal. Doch hier, ja, es sind 2 Minuten vollkommen verdient. Hatte überhaupt gar nicht mehr den Puck. Und da haben wir Überzahl. Wichtig, dass jetzt auch Köln nicht mit Momentum weiterspielt. Weil sie haben, hätten echt schon ein Tor machen können. Trilviatu. Lunemann hat ihn. Pfaffengut holt sich den Puck. Aber stark von Köln. Achtung. Pfaffengut hat ihn. Stark. Und jetzt geht er mit Tempo rein. Pfaffengut. Trilviatu hat ihn. Uvira. Uvira macht es alleine und macht das 2-0. Ganz stark von Uvira gemacht, aber auch ganz stark von Trilviatu. Erst war der Pass nicht so gut. Aber dann macht es unser Mann mit der Nummer 93, Uvira, ganz, ganz stark. Keiner greift ihn auch an. Schlecht verteilt stand auch von Köln. Aber wir treffen, wichtig, zum 2-0. Und das ist auch vielleicht auch irgendwo ein kleiner Schock für Köln. Gute Chancen hatten sie, Uvira, direkt mit den One-Timer. Mit Tempo, Hungerecker, aufpassen. Der Pass kommt nicht ganz durch, schade. Hungerecker steht ja ganz alleine vor Lunemann. Aber Lunemann mit einem starken Save. Da verlieren wir den Puck. Aber Larkin holt sich den Puck. Larkin. Ah, schade. Und wir holen uns nicht nochmal den Puck. Puck geht erstmal raus. Aber Dylan. Nicht Dylan. Larkin. Larkin geht wieder rein. Und da rutscht der Puck durch. Und da fällt das 3-0 für die Schwenninger White Wings. Ich glaube, er ist durch die Fangen durchgerutscht oder unten. Ist auf jeden Fall ein Fehler von Lunemann. 3-0. Wir schaffen es auch mit weniger Schüssen. Wir haben jetzt, glaube ich, mit 4 Schüssen 2 Tore erzielen können. Das ist auch sehr, sehr stark. Auch endlich mal der Knoten etwas geplatzt bei uns. Es muss nur weiter so gehen. Kamera auf Oliver, wichtig. Und zack. Ist schneller als Austin. Zach macht es alleine. Aber starker Save von Lunemann. McLeod. Austin, da ist jemand noch mit. Oliver, glaube ich. Austin macht es alleine. Nebens Tor, Beul, wichtiger Check. Und jetzt geht's wieder auf die andere Seite. Zach macht es wieder alleine aufs lange Eck. Aber Lunemann bleibt der Sieger. Ich habe hier gerade gesehen, Köln ist jetzt 12. Platz. Wir sind 8. Ja, Köln war ja auch knapp hinter uns, wo wir da mal gegen Köln verloren hatten. Jetzt Spink. Spink auf Uvira und da fällt das 4-0 und Uvira macht seinen Dreierpack. Was ein Spiel von Uvira. Ganz, ganz stark. Erst sein 5. Saisontor und macht heute direkt seinen Dreierpack. Ganz, ganz starkes Spiel, aber auch eine sehr, sehr starke Vorlage von Spink. Und jetzt wieder Spink. Da ist Uvira wieder mit. Und es war fast das gleiche Tor. Schade. Wohlgemut. Wichtig von Larkin. Larkin
auf Ovira. Ovira wollte es alleine, aber ganz stark von Mo Müller. Und Ovira. Ovira macht das stark. Ovira und Spink an den, ans Außennetz. Schade. Tureson. Trilliato macht das stark. Nimmt da den Pass auch weg. Und er spielt tief. Larkin hat ihn. Und Spink nochmal mit Tempo. Spink. Keiner ist bisher mit. Dann kommt Reisnicker. Schade. Auf einmal war auch frei. Passen. Auf Reisnicker, der schießt, aber Lunemann hat ihn sicher. Weiterhin 4:0. Zach holt sich da ganz stark den Puck. Reisnicker ist da mit. Reisnicker, aber Lunemann starker Safe. Und da kommt der Pass trotzdem an Beul. Und Lun und Bassen fälscht ihn ab. Und ganz, ganz stark gemacht von Bassen. Fälscht den Puck ab. Und da fällt das 5:0. Was ein Game von uns. Köln kommt gar nicht klar, haben kaum noch Chancen. Haben Vorstöße, aber keine Chancen. Ganz, ganz starker Auftritt, aber hier natürlich von uns. Und Achtung, Dietz, Eriksson hat die, und da fällt das Tor. Ich wollte gerade sagen, Eriksson hat den Puck. Aber da fällt das, das 5:1. Ja. Da fällt das 5:1, ja, für Köln. Oliver macht das ganz, ganz stark. Kamera mit einer starken Vorlage. Ja, schade. Und Götz direkt vielleicht die Antwort gegeben. Schade. Kamera. Kamera, starker Pass auf McLeod. Achtung, wieder eine starke Chance für Köln. Und da gibt es wieder eine Strafe und aber ein Konter für Köln. Grinier. Und da rutscht der Puck durch. Da fällt das 5:2 und wir sind weiter 5:3 in Unterzahl, weil es da wieder eine Strafe gibt gegen uns und wir dürfen uns das hier nicht noch verspielen. Auch von der Tordifferenz her ist das auch nicht gut, wenn wir hier so viele Tore noch zulassen. Trilliato, Puck geht raus, wichtig. Und Best mit der Chance für Köln, aber Eriksson hat ihn. Boyle. Wollte über die Bande raus zu passen. Oh, knapp neben das Tor hier von Köln. Nick Balen. Und Boyle bringt den Puck jetzt wichtig raus. Ganz, ganz wichtig. Kamera, Achtung. Best. Best ist da alleine oder hat viel Platz da. Boyle schlägt über den Puck. Kamera. Aber sie behindern sich da irgendwie etwas selber. Kamera. Kamera und da ist eine Chance, aber Larkin ganz, ganz wichtig. Nick Balen auf Kamera. Auf Olver und da fällt das 5:3. Kommt Köln hier nochmal ran. 6:39 zu gehen und das ist durchaus möglich. Wir spielen nicht stark. Wir müssen hier sofort wieder reinkommen. Wir müssen das Spiel jetzt beruhigen und wieder reinkommen. Trilliato verliert im eigenen Drittel den Puck gegen Grinier. Austin. Eriksson und da fällt das 5:4. Köln ist ganz, ganz nah dran an den Comeback. Was ist hier los? Und da verlieren wir den Puck vorne oder im Aufbau und da fällt das 5:5. Wir bekommen das 5:5 von Köln und geben ein 5:0 her. Was ein schlechtes Drittel von uns. Ich kann das gar nicht fassen. Weil wir dort einen Fehler machen. Trilliato. Und schenken da den Puck hin. Jetzt Hungerecker. Vielleicht eher Hungerecker. Schade. McLeod. Und Köln natürlich hier mit 5 Toren im letzten Drittel gut bedient. Marshall. Vielleicht noch irgendwie mal die Chance. Marshall. Knapp, schade, Götz. Kommt hier vielleicht noch mal was. Boyle. Boyle neben das Tor. Hungerecker. Hungerecker auf Götz wird da stark geblockt. Karatschun. Karatschun hat da Platz. Schade. Götz. Keiner ist vor dem Tor, aber Karatschun kommt. Und es fällt das 6:5.
Oh mein Gott, was passiert hier? Was ein Spiel, ganz, ganz stark von Götz. Und Karacun wird da komplett alleine gelassen. Und wir machen das 5-6. Was geht hier ab? Und Trivia, das Spiel einfach tief. Ja, und wir gewinnen das Spiel. Aber was ein Spiel. Was war das denn? Köln schießt im letzten Drittel 5 Tore. Holt das komplette Spiel auf. Oh mein Gott, was war das für ein Spiel gegen Köln, aber wichtige 3 Punkte, das ist das, was zählt. Punkte, Punkte, Punkte. Am Ende ist es dumm, dass wir das so hergegeben haben. Jetzt geht's gegen Wolfsburg, komm, 3. Sieg in Folge vielleicht hier. Aber leider verlieren wir hier gegen Wolfsburg mit 5-1, verdientes Ding für Wolfsburg. Für inzwischen... zwischenzeitlich mit 6-0, mit 3-0. Starker Auftritt von Wolfsburg. Ja, leider viele Gegentore wieder kassiert. Jetzt in den letzten 2-10 bekommen. Jetzt geht's gegen München, ne? Die gut in Form sind. 7 Siege, 2 Niederlagen. Ich glaube, vielleicht einen Penalty gewonnen. Wird schwer jetzt hier gegen München. Vielleicht können wir aber das hier schaffen. Wir hatten gerade Powerplay leider nicht genutzt. Wir müssen halt solche Dinger nutzen. In Überzahl gegen so eine gute Mannschaft. Dann geht es ins erste Drittel mit einem 0-0. Wenn wir uns hier vielleicht irgendwie in die Verlängerung kämpfen. Und da fällt das 1-0 für München. Edler trifft für München. Und da fällt das 1-1. Hungerecker trifft gegen Danny aus dem Bürken. Wichtiger Treffer. Ganz, ganz stark im Powerplay. Beide Treffer fein im Powerplay. Und da geht's ins dritte wieder Powerplay. Können wir diesmal aber leider nicht nutzen. Und Lutz macht das 2-1 für Red Bull München. Kommen wir hier irgendwie nochmal ran. Es ist noch Zeit, es ist nur ein Tor. Die Schüsse müssen aber kommen. Letzten 2 Minuten. Und leider verlieren wir ganz, ganz knapp gegen München. Geben einen guten Fight ab. Schlagen uns gut. Kommen ein wenig aus unserer Krise wieder raus. Bleiben 9. Platz. Aber nur noch 2 Punkte bis zu den Nicht-Playoffs-Plätzen. Was nicht so gut ist. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann hören wir uns bald bei der nächsten Folge. Ciao.